Bringt ja nichts tot hier. Sag ihm, warum du hier bist und du darfst deinen Kopf behalten und gehen. Ey, eben schon vielleicht. Leck meine Dreckritze. Dies ist die Zunge, mit der ich lecke. Wie fühlt sie sich an deinem Arsch? Wenn das Feuer in Dunvik entzündet wird, sammelt Rüd seine Männer. Sie wollen Norvik an der schwächsten Mauer angreifen. Ihr englischen Dänen seid so weich wie Butter. Rüd lässt grüßen, kleine Dame. Er wird dich bald wiedersehen. Tja. Du hast deinen Zweck erfüllt. Nun stirbst du. So ist es. Hätte er machen müssen eigentlich. Du versprachst ihm die Freiheit. Er hat dich vor allen hier beleidigt. Lass so etwas niemals unbeantwortet. Echt. Ich lasse nicht zu, dass in meinem Reich unnötig Blut vergossen wird. Das muss enden. Lebend war der Mann eine Gefahr. Valdis, er sprach so, als kenne er dich. Tja. Rüd war mein Ehemann. Dein Ehemann? Du bist bereits vermählt? Ich war es. Wir sind nun 5 Sommer getrennt. Ich hätte nie gedacht, ihn hier zu sehen. Und das wollte ich auch nicht. Estenglers Wohlstand hängt von unserer Sicherheit und Einheit ab. Solange Rüds Clan hier herumpoltert, ist beides unmöglich. Ich muss selbst mit ihm sprechen. Von Mann zu Mann. Ja, sprechen ist gut. Es gibt keinen Platz für ihn in Estengler. Das muss er von mir hören. Gut. Ich beginne morgen mit der Suche nach einem neuen König. Schön, dich gekannt zu haben, Herr. Rüd frisst deine Lunge zum Abendessen, Oswald. Halt dich fern von ihm. Als würdiger König muss ich den Mann treffen, der uns plagt. Ich entzünde das Feuer in Dunvik und stelle mich ihm, wenn er kommt. Bist du dir sicher? Schneid hat er ja. Rüd ungeschützt im Freien zu treffen, birgt viele Gefahren. Es ist der einzige Weg. Wir müssen uns ihm stellen und dürfen nicht weichen. Komm, Oswald. Wir brechen nach Dunvik auf. Und natürlich werde ich euch beide dort ebenfalls sehen. Sonst wird das Lied eurer Feigheit noch über Generationen ertönen. Sicher brecht ihr jeden Moment nach Dunvik auf. Gut gemacht. Wir werden dort sein, Eivor. Du sprichst nicht für uns, Statthalter. Muss ich euch, Witzbolde, daran erinnern, was Halfdan mit uns anstellen wird, wenn Estengler in Rüds Hände fällt? Echt, hey. Deppen. Oh, 1000 Meter. Wo zum Teufel? Auf dem Weg hol ich mir dies und das und jenes. Doofe Reihenfolge eigentlich, oder? Darüber und... Ach, keine Ahnung. Pferd! Plätze! Komm, komm, komm! Halt! Halt, halt, halt! So, ich muss irgendwie hier raus. Wie komme ich jetzt raus? Einfach mal den Weg nach... Oh! Upsi! Hier! Die Fresse! Weil ich's kann, Mann. Weil ich's gerade rausgefunden habe, vor allem auch. Ich wusste es vorher nicht. Haja! Oh, oh, hihihi. Hier! Na, ein rechtes Bogenschießen ist klar. Tja, wie komme ich denn jetzt? Na toll. Das ist wohl der falsche Ausgang. Ah, meine Pferde können jetzt schwimmen, richtig? Ich weiß nur nicht, ob das Wasser. Ja, ist ja egal, schwimme, schwimmen. Egal, wie tief das Wasser ist. Komm, Ferdi! Ja, man sieht schon ein bisschen niedlich aus, wie es so schwimmt mit dem Hals. Gucke die, gucke die, gucke die. Ich bin ein bisschen nass geworden, aber es macht nichts. Erst zu der 800 da hinten, genau. Da reiten wir zuerst hin. Ich habe jetzt am Wochenende wieder ein bisschen Switcher, Witcher auf der Switch gespielt. Switcher, weil ich jetzt aufgrund der Netflix-Serie, übrigens Staffel 2 Witcher Netflix, hammergeil, hammergeil, hammergeil. Da kann Game of Thrones sowas reinpacken. Sowieso immer lächerlich. Ich war nie ein großer Game of Thrones-Fan und vor allem auch, weil das Fantasy-Setting so Pseudo-Fantasy war. Irgendwie war das zwar mittelaltermäßig und so, aber Fantasy habe ich da nie richtig gesehen. Da kam die Weiße Wanderer wie 1000 Staffeln später und die Drachen 2000 Staffeln, keine Ahnung was.
War jedenfalls nie so geil, wie andere das sagen, aus meiner Sicht. So oder so, egal. Wünsche das besser. Punkt. Der Fakt ist jedenfalls, weil es auch magisch ist und weil es wirklich Fantasy ist und so weiter. Der Punkt ist jedenfalls, ich habe Witcher 3 gespielt oder Switch am Wochenende nochmal und muss sagen, im Vergleich spielt sich das Reiten einfach viel geiler als. Also das pure Reiten in Witcher 3 macht viel mehr Spaß und ein viel schöneres Spielgefühl als hier in diesem Spiel. Und vor allem hat man auch das Gefühl, dass das Pferd echt schnell ist. Das hier. Dieser Ort wird gut bewacht. Ist zwar jetzt aber in Upgrades auch ein bisschen schneller geworden, aber so richtig Hammer war das noch nie, das Pferd. Es wird bewacht, ist doch überhaupt nichts zu bewachen, oder was? Ruhe bitte. Aha, 15 EP. Weil. Schleichen tut mehr weh. Attentat! Nein, müde. Doch nicht. Müde nicht, aber tot wirst du irgendwann. Nicht weggehen. Mist. Aha! Mist. Aha! Hey! Oh Mann. Geht nicht. Och, aua! Kannst du es wagen? Schuft. Ah, geht doch. Nicht gleich so. Noch jemand? Naja, sonst scheint keiner weiter alarmiert zu sein. Bis auf den da vielleicht. Hüpf. Sehr gut. Läuft schon. Komm. Na rüber. Achso, hier ist nichts mehr. Achso. Nein, lass mich in Ruhe. Nein. Achso. Mach doch Bumm. Na siehste. So wollte ich es aber nicht haben. Upsi. Da brennt jemand. Upsi, da ist jemand tot. Aua. Schießt ihr denn auf mich? Mist. Ach, da hinten. Oh. Kriegsbandenanführer. Mal sehen, wie lange noch. Oh, das war's schon. Ah, geht's da? Wie sind das denn von euch hier? Hallo. Das wird mich doch treffen. Das könnte wehtun. Was schießt denn da? Ach, ganz unten. Welche? Das. Und da kommt noch irgendwas, aber ich sehe. Aha. Gut. Fein. Kann ich weitermachen jetzt? Das mit jedem merkt auch gar nichts, oder? Idioten. Und bestraft werden sowas. Nein, nicht weglaufen. Depp. Oh, ich brenne schon wieder. Sehr schön. Der duckt sich. Ah, ist nicht ganz so doof, ha? Huh? Okay. Okay. Die ganzen roten Punkte irritieren mich total. Wo ist mein Schatz? Da. Unter mir. Ah, verdammt. Wäre ja auch zu leicht gewesen. Komme ich da aber wieder rein jetzt? Oh, ich wollte bloß ein bisschen Schatz-Scroll-Zeugs mitnehmen hier und nicht wieder ewig suchen müssen dafür. Menno. Oh ja. Suchen. Ich suche meinen Kuchen. Ja, machst du gut. Echt. Nimm den Schild hoch. Genau. Nimmt alle den Schild hoch. Das bringt mir voll leichte Zielmöglichkeiten, Idioten. Meine Güte, wie ich immer so doof sein. Ohne mich direkt beschweren zu wollen. Das hilft mir ja letztendlich natürlich. Kleine Frage, ganz klar. Ruhe jetzt. Ich will mal hier in Ruhe mal suchen und so. Ich glaube, es wäre so ein endlos... Ah, hallo. So ein endlos Vorrat an Gegnern, oder? Ich habe schon mal vor langer Zeit irgendwann am Anfang des Spiels gehabt, dass ich hier nicht fertig wurde mit den Gegnern, die immer nachkamen. Hey!
Weil es einfach endlos war, wie gesagt. Stampfen! Aua. Geht's noch? Schwerer Angriff! Genau. Das hatte ich überrascht, nehme ich an. Mich auch ein bisschen. Ach, komm schon. Zack. Ja, also. Da rein würde ich gern. Jetzt bin ich hier, wo ich eben schon war. Auch schön. Was zum kaputt machen hier im Boden? Ich sehe aktuell nicht, wie ich da anders reinkommen soll, außer durch... Oh, okay. Manchmal ist es doch einfacher, als man das denkt. Oder auch nicht. Ja, danke. Ja, weiter. Hallo? So. Ich würde es ja eigentlich kaputt haben, einfach so. Oder oben durchkriechen. Geht doch, es ist... Warum geht denn das schon wieder nicht hier, was ich haben will? Kann man keinem erzählen. Ziehen geht nicht. Schieben. Und die Kamera nicht bewegt. Toll. Kamera geht. Schön, schön, schön. Ah, warte kurz. Hahaha. Ha, ha. Vielleicht geht's ja jetzt. Super. Tja, und das hier ging nicht, weil... Warum auch immer. Ein Schatz! Ah, schon wieder Kupfernick. Was soll ich denn damit? Ich gerade erst bekommen. Ich verlasse jetzt diesen unglückseligen Ort, würde ich sagen. Auch wenn es da immer noch was gibt, aber... So ein meiner Schatz brauche ich nicht. Auf und davon! Über den Ort, Weg, über den ich von vornherein auch kam. Gute Sache. Ich habe keiner bemerkt, ich bin gar nicht hier. Runter bitte. Runter. Hui, hui. Flop. Plätze! Komm ran! Ferdinand! Da ist er ja. Aufsitzen! Ja. Gas geben! Feuer! Erst zu dem... Oh, hallo! Auf Wiedersehen! Mein Pferd läuft schneller als der Wolf. Du da, du da. Schwimmen kann es auch noch gut. Du da, du da, day, day, day. Das Schwimmen ist echt praktisch. Ehrlich, hätte ich gewusst, dass man es einfach so skillen kann gegen ein bisschen Geld, was es damals war, von Anfang an, dann hätte ich den Mist auch gleich gemacht. Schon gesehen, glaube ich, doch nicht. Da drin dampft irgendwas so, aber es ist so wohl offenbar auch nur das. Dampf und Feuer. Nun ja. Das hier wird offenbar geradet von ein paar richtig gläubigen Leuten. Die einen richtigen Glauben haben. Wikinger, ole, ole, hallo. Okay, das sah komisch aus gerade, aber passt, denke ich. Buch des Wissens aufnehmen. Okay. Was war doch aber gerade ein Reichtum hier, dachte ich. Ist so was nicht normalerweise bei Artefakte oder Rätseln mit drin gewesen? Neue Fähigkeit, ich guck mal nach. Vielleicht mal eine, die ich wieder mal interessant finden könnte. Ja, hallo? Axtsturm. Ziele und schleudere eine verheerende Salve von Äxten. Kommt dir bekannt vor? Hab ich das nicht schon? Und überhaupt, wieso ist das hier bei Fernkampf? Ich meine, klar, es ist Fernkampf, aber... Ich hab doch hier auch mal Axtwurf. Wurf, Axt, Wut. Axtsturm. Was von beiden ist stärker? Ich meine, ich... brauche ja nicht beides hier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, geil. Ist ja im Prinzip genau das gleiche, nur dass man als Fernkampfvariante das Ganze hat. Ich glaube, ich brauche es echt nicht doppelt. Dann lasse ich es, wie es ist. Ich meine, diese Spezialskills bei Fernangriff gibt es sowieso irgendwie nie.
Weil ich muss dazu noch rechte Maustaste drücken, das tue ich einfach nicht.